paar Quests gemacht. Okay. Hier oben habe ich eigentlich nichts mehr verloren. Aber da hinten ist etwas, was ich glaube ich töten möchte. Und zwar da drin. Oder? Nein. 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 Da kann ich gar nichts machen. Also ist es da unten. Ja, und zwar... da oben. Ich, ja, doch, also... Ich kenne die Gegend noch nicht, ne? Ja, weil... So, wie komme ich auf diese Brücke? Ah, ich weiß es. Ja, ich weiß das. Ach, so wichtig ist es auch nicht. Komm. Sollen wir es jetzt mal nochmal probieren? Mit dem Boden und dem Anführer? Komm, wir springen mal nochmal dahin. Wo ist er? Hallo, Bote. Ups. Ja, ich hoffe mal nicht, dass es Buggy, Buggy, Buggy ist. Na. Hallo. Adlernest. Der Adler ist gelandet. Ha? Wollt ihr da was meinen mit? Ja? So. Ach. Oh. Ich verstehe. Der bringt mir aber nichts, oder? Ah, ja. Okay, das heißt also, jetzt weiß ich auch schon, wie der nächste Schritt aussieht. Jetzt ist die Frage. Wollen wir jetzt schon darauf hinzuarbeiten, nach Tokio zu kommen? Hm. Weil wir haben ja noch eine Menge zu tun. Also zumindest beim schattenhaften Wald. Egal, wir folgen ihm jetzt mal. Wir wissen ja auch, wo er hingeht, aber das ist halt eben geschlossen. Aber wir haben die Übergabe gesehen, also werden wir jetzt wohl... Na? Halbe Sätze sprechen und dann nicht weiterreden. Vielleicht. Es triggert nicht. Es triggert nicht. Das ist das Problem. Das lassen wir auch. Was bist du für einer? Der bringt mich sofort um. Ne. Also Leute. Erstmal genug davon. Ich springe in den schattenhaften Wald. Wir gehören nämlich noch überhaupt nicht hierher. Und gucken mal, dass wir irgendwann bei der nächsten Aufnahme mit der Story weiterkommen, weil sonst sind wir viel zu früh in Tokio. Tokio ist bestimmt toll, aber ich fühle mich dann noch nicht bereit für. So.
wir haben hier noch viele schöne Sachen zu tun. Emilia haben wir abgeschlossen. Die ist auch selbstverständlich wieder da. Komm, Milos, hm? Einmal von dir. Die Launen schrecken. Milos erzählt eine Geschichte, die bei den Roma von Generation zu Generation weitergegeben wird. Von der verlorenen Schlacht um Vlad Draculs Dorf, einem schrecklichen Verrat und einem Blutfluch, der die Gefallenen noch immer dort festhält. Schauen wir uns an. Cutscene. Es ist ein verfluchtes und heimgesuchtes Dorf, bewohnt nur von bösen Geistern früherer Tage. Es ist ein Ort, den niemand, und ich meine niemand, aufsucht. Der Tod lauert an jeder Ecke. Ghule und Geister durchstreifen die leeren Straßen, hungrig nach frischen Seelen. Dunklere Wesen gleiten durch die Risse und über die kaputten Pflastersteine. Die dunklen Geister sind ganz besonders auf junge Seelen aus. Wer immer in diesen verfluchten Mauern stirbt, ist für immer eingesperrt. Er kann nur entkommen, wenn die Draculeschti zurückkehren und das Dorf befreien, das rechtmäßig ihnen gehört. Wenn sie den Fluch der dunklen Königin brechen. Pater, erzählst du wieder Gruselgeschichten? Ja, natürlich. Geschichten sind wichtig. Aber bist du nicht immer derjenige, der sagt, wir hätten Wichtigeres zu tun, als rumzusitzen und Geschichten zu hören? Aber diese Geschichte ist wichtig, Liebes. Sie lehrt uns Dinge über die Geschichte. Und über das, was in diesen alten Dorfruinen vorgeht. Mhm. Und warum hören dann die Kinder zu? Mhm. Sollen sie etwa einen Ausflug zu dem Dorf machen? Nun, nein, aber sie sollen unser Vermächtnis und unsere Geschichte kennen. Eines Tages müssen auch sie kämpfen gegen die Schrecken von Draculas Dorf. Tagelang hielten unsere Leute gegen Maras Truppen aus. Aber am Ende wurden selbst die tapferen Draculeschti besiegt durch schändlichen Verrat. Sehr schön. Das ist dann so. Gut, was machen wir? Außenbereich des Dorfes nach einem Denkmal der Belagerung durchsuchen. Gehen wir hin. Hier ist schön. Ich mag das ja gerne. So, gucken wir doch mal. Zack. Es ist hier noch so viel zu tun. Das heißt also, die Karpaten können uns erstmal. Die Karpaten können warten. Entschuldigung. Ein Krampus. Nein. Was ist das hier? Achso, ne. Oh. Nein. Ich will noch nicht da rein. Genau. Toll. Brauche ich nicht. Mist. Toll. Super. Danke, Krampus. Das war doch deine Absicht, oder? Das Ziel so nah vor meinen Augen und der Krampus kam dazwischen. So. Ich weiß, dass es da hoch geht. Ja. Irgendwas. Oh. Was? Seid ihr hoch? Will da hoch und ich weiß, dass es geht. Dann gehen wir ein bisschen zur Seite und dann gehen wir da. Ich gebe es zu. Es war eine doofe Aktion. Vor allen Dingen ist es so viel einfacher. Zack. Niemals wollen wir vergessen die Furchtlosen, die Gefallenen und die Falschen. Gepriesen sei Octavian, Vlad, der Orden von Dracul, Bischof Malev und Dirkund Glaud Tradator. Die zurückgedrängt
haben den Vormarsch der Finsternis gepriesen, sei Kukuwer, deren Kuss das Dorf abgeriegelt hat, als die Schatten sich erhoben. Betrauert seien die Dragoleschi, ob mit Namen oder ohne. Ayu, Damian, Piti, Nikolai, Marco, Mihai, Jaska, Livia, Stefan, Emalina, Emilian, Edek und Romiko. So, verflucht seinen Ischariots Nachkommen, Hyan, Tarek, Misha und Sergei, die in der Stunde höchster Not den Verrat wählten. Mögen diese Namen die Geschichte überdauern, eingemeißelt. Verräter in den Mauern ihrer Insignien bezeichnen sie und öffnen den Weg am Siegel des schwarzen Mondes. Ihre Schatten haben sich erhoben. Aha. So, das Siegel durchstreiten. Machen wir. Flop. Special Assignment received. Initializing. Ich mache aber die Todlosen noch tot. Also, ich mache die Todlosen zu Todinhabern. Ach komm jetzt. Oh, bäh. Ja. Aua. Seid doch nicht immer so anstrengend, ihr Todlosen. Schön. Oh, da ist ja noch der Namenlose. Wo ist denn der Namenlose? Der ist da drin. Oder? Ist das? Ne. Der ist da drin. Der ist da drin. So, dann muss ich... Da ich ja sowieso muss... Mhm. Noch ein Tod. Geht der? Oh Gott. Ah, okay. So, aber wie komme ich jetzt zu diesem... Naja. Da lang. So. Ich will ja erstmal diesen... Oh, den mache ich jetzt erstmal. Den sollte ich hier aber jetzt finden. Nein, da. Ja. Der Namenlose. Hallo. Ja, wie heißt denn du? Aber kein Name, Mann. Wissen ja, ne? Namenlose heißen immer, na, Brigitte. Ich hoffe, ihr kennt das, sonst wird das ein ziemlich doofer Spruch. Ja, so. So, Insignien holen. So, okay. Die Insignien hole ich, indem ich Todlose vernichte, oder? Ja, das ist ja wie in der Fall. Micha der Fleischer. Micha der Fleischer. Oh, Fleiche. Ein Krampus. Ja,
ich weiß, wo ich weglaufe. Ich brauche kein Portal. Ich brauche. Was ist das? Sie erhalten folgendes. Ein achtlos. Ja, aber. Ach, da ist es ja plötzlich. Überhaupt nichts, oder? Nö. So, ich brauche noch einen Todlosen. Todlose. Es geht. Okay. Warum? Warum funktioniert das immer? Das ist doch Quatsch. Aber Nebenmission, immer gut. So. Wir ziehen das jetzt einfach mal ein bisschen durch. So. Und das ist er das? Nee. Machen wir den trotzdem weg. Ja. Genau deshalb. So. Genau deshalb haben wir das jetzt für den nicht mehr. Alter, mal weiter. So, den Berg wir noch finden. So, okay. Bam, 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 bam. Ich bin nach der Nachtschicht immer so ein bisschen platt, also so ein bisschen Schädel und so weiter. Vielleicht. Ich versuche ja lustig. Hallo? Okay. Den Diakon Claude. Hey Claude? Hallo? Hallo? Claude? Kommst du mal bitte zu mir? Hallo. Auf. Ja, das mag ich, das darfst du nicht. Das haben die gar nicht. Was war denn das für eine Aktion am Schluss? Ey, Alter, was geht mit dir? Lass mich gehen, ey, will ich so gar nicht. Untersuchen Wandsiegel. Ah, ja. Jetzt muss ich noch den Bischof finden. Ein Diakon und dann den Bischof. Das ist so ganz schön Aufstieg. Ah, okay. Geheime Schiebetür. Achtung, gelb leuchtende, super geheime Schiebetür. Schieb. Ich muss ihn vernichten. Ich habe ihn gefunden, sagt mir alles. Also vernichte ich den jetzt. Hallo? Bist du Bischof? Oh. Direkt neben dem abgetrennten Stein. So. Der kann da nichts. Ich würde sagen, dann hauen wir doch unser mal ab. Ah, diesmal war es geschafft. Ey. Ja, ich kann sein, dass die Strategie nicht die beste war. Gib's ja zu. Ah, toll, was ist das wieder? Egal. Das Kapitel des Kults lesen. Vorher machen wir aber hier noch. Wow. Level, 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 Level. Ja, das kommt gleich. Dann lesen wir hier. Und unter den Draculesti im Schatten falscher Roben warteten Malev und seine Beobachter, gepriesen sei der düstere Mond. Sie waren Binder der Mittags. Kinder? Kinder der Mitternachtsmesse, verlängerte Arme des Willens dieser Frau. Dieses Dorf gehört ihnen. Die Schlacht dauerte 6 Tage. Gesegnet seien die Knochenlosen. Sie ließen Schatten
sich vom Boden erheben und füllte ihre Münder mit Zähnen, aber verflucht seien die Feiglinge. Am Morgen des 7. Tages zerstoben die Strigoi. Sie flohen zusammen mit ihrer Königin Mara gen Osten. Doch ohne den Zusammenhalt musste das Dorf fallen. Die Brüder des Schwarzen Mondes gingen unter, ihre aufgelösten Herde gebunden durch den Fluch der Weißen Eule. Was? Doch beim Blut seht, es war keine völlige Niederlage. An der Kammer des Strigoi-Königs lag Vlad Dracul, der Abschaum, und war tot durch den Buch des Schwarzen Mondes. Okay. Der Mond ist aufgegangen und er war nicht sehr hell. So, okay. Was haben wir? 1-1, toll. Objektstörung. Aufstärkung. Dürfen wir jetzt mal machen? Haben wir was? Haben wir was? Ja klar. Kistchen. Oh, und hier. Das da. Und das da. Super. Können wir brauchen. Zack. Düdelum. Komm, zack. Das können wir ja alles gebrauchen eigentlich, so. Ja, wir haben auch wieder ein paar von diesen Malen, die wir brauchen. So. Dann fangen wir damit mal an. Nee. Zack. Zack. Immer einzeln. Ich muss doch mein Ziel erreichen. So. Das war's aber jetzt, oder? Juhu. So, das lassen wir jetzt erstmal liegen. Nehmen. Okay, wie sieht's aus? Super. Würde ich doch sagen. Machen wir mal diese Nebenmission, oder? Auf dem Boden liegt ein alter Kopf in Stein gemeißelt. Der Kopf sieht aus, als sei er von einer Steinstatue abgetrennt worden. Untersuchen Sie genau. Ich hoffe mal, das ist nicht so schwierig. Gut. Okay, da liegt etwas auf dem Boden. Verstehe. I get it. Aha, gebeten. Aber erstmal öffnen. Es ist immer noch ein. Mit Milosch sprechen. Wollte ich doch eh. Super. Ha, das ist doch meine Mission, ha? Oder? Milosch? Milosch. Wo ist ein Milosch? Hallo? Milosch? So. Wo bitte ist Silvio? Alina? Milosch? Ich weiß nicht mehr, wer Milosch war. Nee. Mosul. Wo ist denn hier das Ding, wo ich immer reinkomme mit den ganzen... Gehen wir mal dahin, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wo Milosch war. Ist es jetzt näher dran? Sind wir direkt da? So ist Milosch doch das. Milosch ist der, wo ich hin wollte. Das ist Milosch, gut. Ja, habe ich mir doch fast gedacht. So. Hallo. So, 19:30, das ist jetzt die dritte Folge. Ja, ja. Wieso ist das immer noch?
Draculesti und jetzt. So, jetzt gucken wir mal. Müssen sie von Mihas. Die wilde Jagd habe ich auch. Wenn sie Kreuzung. Mosul. Na, dann machen wir erstmal hier. Sie sind hier immer willkommen. Ich weiß. Pilzfeuerwerk. Die Roma-Kinder haben bei dem Kraftwerk in Wald einige seltsame Dinge beobachtet. Ja, ich weiß. Funken sind geflogen und Monster haben sich versammelt. Vielleicht steht irgendetwas kurz davor, in die Luft zu fliegen. Tiber und Luminita haben das Lager heimlich verlassen und so weiter. Ja, genau. Cutscene. Nimm das, Strigoi! Spüre den Zorn meiner Klinge! Oh, seid vorsichtig, mein Prinz! Keine Sorge, holde Dame! Ihr seid sicher, holde Dame! Vor der finstersten Finsternis dieses... Vorsicht! Du wagst es, dich an mich heranzuschleichen? Weißt du überhaupt, wer ich bin? Ich bin der Mächtige. Prinz Dracula der Walachei. Streiter der Draculesti. Und der Retter der Welt. Genau. Sieg! Ich habe alles Strigoi erschlagen. Wo bleibt meine Belohnung? Ich werde dich nicht küssen. Was? Ich will doch gar keinen Kuss. Kriegst auch keinen. Gut. Gut. Das war ordentlich, aber noch längst nicht perfekt. Was sind das für eine? Ich habe gehört, ihr zwei habt wieder das Lager verlassen. Er hat mir gesagt, er will mir was zeigen. Sie wollte, dass ich es ihr zeige. Ruhe. Seid froh, dass Milosch es nicht erfahren hat. Tja. Er hält sich für einen Helden. Und vergiss dabei, dass er erst 10 ist und dass sein Schwert aus Holz ist. Und du bist ein Mädchen. Mädchen kämpfen genauso gut. Ja, ja. Er ist zwar erst 10 mit einem Schwert aus Holz, aber er ist ein Draculesti und er ist tapfer. Vergiss das nicht. Ja. Was ist passiert? Er wollte mir das Feuerwerk zeigen. Das bei dem Kraftwerk. Es war sehr hübsch, aber da gab es auch Monster. Diese Pilzdinger. Verstehe. Hat man euch nicht gesagt, dass ihr nicht zu dem Kraftwerk gehen dürft? Oder das Lager verlassen? Doch. Geht. Geht. Geht! Ja, ob. Geht das schnell. Das ist keine gute Nachricht. So. Haben wir eigentlich mit dem schon geredet? Der kleine Tibor? Komm, wir reden mal mit dem und dann mache ich eine kurze Pause. Genau, so. Hallo, ich bin Tibor. Und ich bin Luminita. Wir sind Draculesti. Das heißt, wir sind Vampirjäger. Und Hexen. Sie will eine Hexe sein, so wie Sarah. Und er will ein Kämpfer sein, so wie Mihas. Aber Milosch bildet ihn zum König aus. Sei still. Das stimmt doch. Du bist der junge Prinz, zu großem geschaffen. Du wirst eine Hexe. Das wäre schön. Also, ich weiß nicht, warum das jetzt so leise ist. Ich guck mal, ob ich das vielleicht noch ein bisschen pimpen kann. Moment. Dialog, komm. Voll. Übernehmen. Und okay. Hier. Ja, ja, Spiel fortsetzen. Ja. Wir sind die Draculesti. Beste. Aber das ist nicht alles. Wir kümmern uns umeinander. Wir sind eine Familie. Als mein Papa starb, hat Milosch meine Mama und mich aufgenommen. Milosch ist für uns alle wie ein Vater. Er ist sehr streng. Aber er meint es gut. Er passt auf uns auf. Ich wünschte, er würde auf uns aufpassen, ohne zum Stock zu greifen. Stopp. Naja, du verdienst es aber auch immer. Das stimmt wahrscheinlich. So einsichtige Kinder. 10 Jahre alt und dann, ich verdien's wahrscheinlich, also bitte. Alles ist wahr. Alles. Und es kommen dunkle Zeiten. Nichts. Genau. Das sagen alle, immer wieder. Ganz ehrlich, wir können es langsam nicht mehr hören.
Aber wir sind bereit. Wir können dagegen kämpfen. Wir können es aufhalten. Das ist unsere Aufgabe. Ganz genau. Das ist unsere Aufgabe. Sag mal. Es ist wahr. Alles. Unser Familienauftrag. Sag mal, das waren Brüder. Und nicht Bruder und Schwester. Aber das war doch eine Anspielung auf Supernatural, oder? Egal. Alles klar. Kurze Pause. Und zwar einmal Aufnahmeende für euch lieben YouTube-Zuschauer.